Kilian Jakob, herzlich willkommen beim FC Augsburg. Freuen uns sehr, dass der Wechsel noch geklappt hat. Wie ist dein Gefühl so kurz nach der Vertragsunterschrift? Also ich bin jetzt erleichtert und auch richtig glücklich und freue mich einfach, ja, beim FCA unterschrieben zu haben und freue mich auf die nächsten Jahre und ja, morgen ins Training einzustarten. Ja. Was hat für dich den Ausschlag gegeben, den Schritt jetzt zu wagen von 60 nach Augsburg? Ja, ich denke, Augsburg ist ein attraktives Ziel in der Bundesliga und man sieht auch, dass der Trainer auf junge Spieler baut und und sie fördern will. Und das war für mich ein guter Grund, zum FCA zu wechseln. Von der Regionalliga in die Bundesliga ist ein großer Schritt. Wie viel Zeit zur Eingewöhnung gibst du dir selbst? Boah, ja, also ich denke schon, dass ich schon einige Zeit brauchen werde, aber natürlich will ich jedes Training alles geben und ja, manchmal kann es schnell gehen, aber ja, ich setze mir da jetzt nicht zu hohe Ziele, aber genau, allmählich rangeführt werden, das ist, denke ich, das Beste. Sind ja jetzt deine ersten Schritte im Profifußball. Was erhoffst du dir von den nächsten Jahren? Ja, natürlich, dass ich mal in der ersten Liga dann beim FCA spiele und hier auch im Stadion dann spielen werde und ja, dass ich einfach auf viele Einsätze komme und ja, mich vor allem auch weiterentwickle und an meinen Schwächen arbeite. Du hast ja jetzt schon ein paar Spiele für 60 in der Regionalliga gemacht, da auch auf einen Ex-Augsburger getroffen mit Sascha Mölders. Hat er dir ein paar Sachen erzählt, die dir geholfen haben jetzt schon für die Entscheidung oder für den Einstieg bei uns? Ja, er hat mir auch viele Tipps gegeben und hat auch gesagt, dass ja, Augsburg ein super Verein ist und die Fans super sind und ja, einfach, dass es ein super Umfeld ist, familiär und ja, war echt überzeugt vom Verein und ja, das hat er mir dann mitgegeben und ja, das war auch nochmal ein guter Grund, ja, hierher zu wechseln. Gibt es bei uns, beim FC Augsburg, schon irgendeinen Bezugspunkt für dich? Gibt es Spieler in der Mannschaft, die du vielleicht schon kennst? Ja, jetzt nicht direkt. Also ich hatte letztes Jahr in der U19 habe ich mal gegen Kevin Danso gespielt. Aber sonst Bezugspunkt habe ich da jetzt noch nicht. Aber ich hoffe, dass ich mich schnell zurechtfinde. Da kann ich dich erleichtern. Der Einstieg bei uns wird den Neuzugängen immer sehr einfach gemacht. Du stehst morgen das erste Mal auf dem Platz. Wie groß ist die Vorfreude? Ja, schon riesig. Also ich bin schon echt aufgeregt und freue mich auf die erste Trainingseinheit morgen früh. Genau. Dann freuen wir uns mit dir. Nochmal schön, dass du da bist und wünschen dir eine erfolgreiche Zeit beim FC Augsburg. Danke.